zum Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben aktuell den DAX stehen bei 15.047. Die Reise nach Richtung Süden geht weiter. Wir werden die Big Number erstmal bei 15.007, also bei der 15.000er Marke platzieren. Geht der Kurs relativ schnell wieder auf 15.1, platzieren wir oben denn bei 15.1 nochmal die Big Number. So, wir hatten einen gestrigen Tag. Blicken wir auf den Minutenchart. Was haben wir für Bereiche? Wir hatten gestern Nachmittag, hier frühen Abend, eine 29er Box, die man traden konnte. Wir haben eine 28er gehabt, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Und wir haben die Kurslücke bei 15.1, die haben wir jetzt geschlossen. Mehr oder weniger, die ist durch. Und wir haben jetzt aber dafür ein neues Gap unten bei 15.3. Und ja, wir werden uns das Ganze gleich nochmal auf den größeren Zeitebenen anschauen. Bei den Vola-Boxen gestern gab es erst in der späteren Hälfte hier diesen Trade, haben wir auch angesetzt und auch in den Gewinn gebracht. Und danach gab es keine Boxen mehr, die wir im Vola-Bereich treten können. Wo kommt die Vola-Box rein? 15.039, das heißt genau auf diesem Preisniveau kommt die Vola-Box rein. Und da versuchen wir natürlich auch hier die Boxen heute zu traden. Und die Vola ist sehr, sehr gut. Das kann ich schon mal verraten. Das ist natürlich keine Garantie, aber Vola passt eigentlich sofern aktuell. Okay, gehen wir rein, wie jeden Morgen, in die Märkte und fangen heute an, ganz unten, wie die letzten Tage auch. Wir arbeiten uns von unten nach oben und fangen an bei Ethereum. Öffne mal jetzt den Chart, Vorlage, Zickzack-Linie. Gehen auf Daily, also Ethereum bei 4.383 Long, 4 Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist Bitcoin. So, Daily Long, Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short und auch hier sehen wir, wir haben ein Gap, eine Kurslücke hier vom Sonntagabend. 15 Short und 5 auch Short. So, nächster Markt hier ist der Dow Jones. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short. Hier ist die Richtung klar. S&P 500, Daily immer noch Long, 4 Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Nasdaq, Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Öl auf Daily Short, auf 4 Stunden auch Short, auf Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. DAX. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. Und wir sehen hier die Löcher im DAX. Die Gaps, die wir hier haben. Ja, und wir sehen hier oben 16.000. Dann haben wir hier dieses Gap. Und wir haben dieses Gap hier aktuell, also mehrere Löcher jetzt hier im DAX. Ja, wenn wir das ein bisschen kleiner machen, dann sehen wir hier unten aber auch ein Gap.
Ihr das seht, da ist ein Gap, was auf uns wartet. Ja. Okay, und in dem Sinne wünsche ich uns frohes Gelingen und wir sind jetzt schon wieder über der 50er Marke. Das heißt, wir können hier auch, meine Damen und Herren, auf 15.1 erstmal gehen. Big Number 51 und warten jetzt gleich auf die Markteröffnung. Ich wechsle hier die Blue Boxen, Vola-Boxen auch auf den Minutenchart. 8.51 Uhr, in 9 Minuten geht's denn los. Ist gelaufen. Wir haben den Big Number Trade in den Gewinn gebracht. Im zweiten, ich nehme mal diesen Order History Indikator mit rein. So, und da sehen wir den Trade 8.59 Uhr, kurz vor der Markteröffnung. Und wir machen das ja als Regelwerk dreimal, auch wenn der Markt hier schon öfter da jetzt gelaufen ist. 15.107 Long und 15.092 Short. Und ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und wir sind wieder im Markt. Bei den YouTubern für unser Videotagebuch verabschiede ich mich, wünsche allen gute Trades und dann bis morgen. Und wir machen im Live-Trading-Raum hier im Traders Club weiter.